Flächendeckende Energieberatung war schon lange ein Thema in der EWO. Also es hat vor 5, 6 Jahren diese Diskussionen schon gegeben. Der Herr Ross hat sie seit 10 Jahren schon am Tisch, die Diskussion. Wie schaffen wir es, dass wir für die Bürger ein günstiges Angebot zur Einstiegsberatung zusammenbringen? Ist uns wichtig, ist uns jetzt in Tölz gelungen, zusammen mit dem Stützpunkt Gerrit Ried haben wir ein flächendeckendes Angebot. Der Kunde kann da ins Landratsamt reinkommen oder nach Gerrit Ried ins Rathaus, kann sich Energieberatung holen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Energieberater vor Ort zum Kunden kommt für 2 Stunden. Und das ist für 20 Euro, sagen wir, ein Schnäppchen. Den Rest legt die Verbraucherzentrale drauf, die kriegen da Fördermittel dafür. Und daher finde ich es ein sehr gutes Angebot der Verbraucherzentrale Bayern. Herr Niedermayer, jetzt haben wir das ganze Angebot gehört, die ganze Palette der Verbraucherzentrale Bayern, welche Beratungen es gibt. Was meinen Sie, ist die attraktivste Möglichkeit, wie Sie Bürger im Landkreis von der Verbraucherzentrale beraten lassen können? Ja, die Verbraucherzentrale hat natürlich ein breites Spektrum, aber das Wichtigste ist natürlich die Energieberatung, die am nächsten auch mit dran ist, weil das Klimaschutz, unsere Klimaschutzziele und auch die Energiewende schafft man wirklich nur, wenn jeder auch im Kleinen seinen Beitrag leistet. Und dort zu wissen, was kann ich denn jetzt tun für das große Ziel, was hilft denn da klein, entweder für mich selber als Mieter oder auch als Hausbesitzer, da hilft die Verbraucherzentrale kräftig mit. Jetzt haben wir den Stützpunkt Tölz eröffnet. In Gerrit Ried haben wir schon einen Stützpunkt. Was sind die ersten Erfahrungen aus Gerrit Ried so? Ja, dass halt die Bandbreite relativ groß ist, was angefragt wird im Stützpunkt. Natürlich gut Teil ist eben diese Nebenkosten und Energiekostenabrechnungen, ob das alles so sein kann, wie es da drin steht. Dann ist auch einiges da zu speziellen bauphysikalischen oder baulichen Problemen, vor allem bei halt eben Eigenheimbewohnern oder Besitzern. Also das ist der stationären Beratung überwiegt, aber eher die der Mieter, würde ich sagen. Wir sehen da 2 wesentliche Vorteile. Zum einen ist die Energiewende Oberland hier in den Landkreisen verankert und arbeitet da sehr eng mit den Landratsämtern und Rathäusern zusammen. Das erleichtert uns, das Angebot hier in die Fläche zu bringen. Und das andere ist, dass über die Marketingkapazitäten der Energiewende Oberland wir uns auch erhoffen, dass das so einen Multiplikatoreneffekt gibt und dass wir darüber auch viel mehr Bürger das Angebot bekannt machen können und das auch dann entsprechend häufiger wahrgenommen wird.